Nee. Warte mal. Das hier kommt dahin. Das hier kommt dahin. Das hier kommt dahin. Das hier kommt dahin. Und dann haben wir zwei, also das hier ist egal wo und das andere ist, glaube ich, unten rechts irgendwo. Gut, das heißt, wenn wir den nach oben bewegen, können wir den neu bewegen. Dann stimmt das. Ja, komm, machen wir. Zack. Ach so. Ah, Leertaste. Ja. Ich kann nur. Ach so, ich kann. Kann ich nur die beiden bewegen? Nee. Hallo. Wieso kann ich nur. Hängt das Spiel jetzt? Ich kann den hin und her bewegen, ja. Aber. Zurücksetzen. Ja. Also entweder hängt das Spiel oder es ist ein extra Feature, dass man da nur irgendwie. Boah, was ist denn hier los jetzt? Ernsthaft? Komm, nochmal zurücksetzen. Jetzt geht's auf einmal. So, wie haben wir es gemacht? Wir haben den Weg gehabt. Hab ich die falschen Tasten gedrückt? Gehabt. Wäre natürlich peinlich, ne? Den hier. 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 Falsch zu sein. Wie wär's, wenn wir dann das. Ah, haben wir es falsch gemacht. Aber der Kopf muss dahin. Wir müssen nur noch den hier da hinkriegen und den hier da hinkriegen. Jetzt überlegen wir mal noch 11 Spielzüge, wie, ob wir das geschissen kriegen. Der muss dahin. Der muss dahin. Haha. Lass die irgendwie umdrehen. Und das mache ich wie. Ich spiele sowas nicht oft, deswegen habe ich da keine Ahnung von. Testen wir mal aus. Wir machen. Ach so, ich habe die Pfeiltasten genommen. Die Pfeiltasten gehen nur oben und unten, weil ich die irgendwie umgestellt habe. Ach so, okay, machen wir mal so. 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 Nee. Das kann unmöglich stimmen. Das wäre natürlich krank, wenn das stimmen würde. Nee, das stimmt nicht. Zurücksetzen, ja. Gut, okay. Wir rätseln jetzt nochmal weiter. Also. Der Kopf muss eins nach links. Dann machen wir das mal ganz plump. So, Kopf ist dran. Und das da muss nach da. Das muss. Ja, ne? Das Tor ist Ganz offen. plump. Nun kann ich wohl meinen Aufstieg zum Gipfel fortsetzen. Sagst du Challenge Accept beim ersten Versuch geschafft? Wir wollen hier noch eine Erinnerung holen. Denn die haben wir noch nicht geholt. Oder keine Ahnung. Fläschchen oder sowas. Na, hier gab es ja noch einen zweiten Weg. Na? Okay, ihr könnt mich hier das Licht führen hier. Ja, ein Fläschchen. Geht. Ich weiß nicht mehr, was die Fläschchen bringen. Diese geilen Flaschen, die Alice getrunken hat, um groß um klein zu werden. Die hat ja Kekse gegessen, um groß zu werden. Aber wir haben bis jetzt noch gar keinen Keks gehabt. Ich will aber Cookies. Cookies sind lecker. Gut, aber eins irgendwie, eins frage ich mich jetzt gerade noch. Wir hatten da hinten etwas mit einem Schalter. Nur haben wir den Schalter nicht gebraucht oder überhaupt gar nicht betätigt oder das heißt, der hat irgendwie keine Wirkung gezeigt oder ich weiß nicht, was der gebracht hat. Das würde ich gerne jetzt noch schnell gucken, was der nochmal gebracht hat, weil ich denke, da ist nämlich was. So. Hui. Ja, musste ich niesen. Sogar mit. Ah ne, das war nur Kante. Keine Nippeln. Kein Nippeln, ne? So, dann. Ach,
hat der Schalter das gemacht? Das ist die Wirkung vom Schalter. Okay, okay. Ja, dann brauchen wir da nicht weiter lang rumfuchteln. Und was halt sonst noch so machen. Der Schalter hat was gemacht, was wir eigentlich nicht gesehen haben, weil wir zu geil waren. Wie so oft, ne? Alice und so. Und dann gehen wir auf den Gipfel des Berges. Wieder ein paar Wespen killen, würde ich mal, ne? Oh oh, schlechte Vorahnung. Wunderbar. Oder wie Edeka sagen würde, super geil. Dann haben wir hier einfach ab. Kannst du nichts. Ich weiß nicht, ob wir da hinspringen können. Wir ballern aber mal drauf. Wunderbar, solche Texturen hinzumachen, die aussehen, als ob man da drauf springen könnte, und dann kann man es doch nicht. Sowas, liebe Spieleentwickler, tut das bitte nicht. Der geht auf den Geist. Das ist wie unsichtbare Wände. Sowas ist das Schlimmste, was man in einem Spiel finden kann. Schweinsnase, ihr habt's gesehen. Schweinsnase. Wo ist hier, wo ist hier, wo ist hier? Gesehen. Ja. Ja, na? Musste niesen. Kacknase, ey. Oho. Was bringt uns das denn? Na, wir gehen erstmal kurz das hier kaputt machen. Und danach kundschaften wir aus, was dies gebracht hat. Als Symbol der Zuneigung tauschen Liebende oft eine Haarlocke aus. Das menschliche Herz kann mit 1000 Schlüsseln geöffnet werden. So. Jetzt fragen wir uns, was hat das gebracht? Denn ich weiß es gerade echt nicht. Naja. Nicht genug damit, dass sie uns ausbeuten und töten. Sie nähren ihre Blut von unseren verrotteten Körpern. Wir müssen noch erst looten gehen. Kein Gegner. Also die... Das ist ja offen schon vorher, also könnte man schon lange... Jetzt frage ich mich, was bringt dieses Luft-Dings da, das uns... das wir gekriegt haben durch die Schweinsnase. Das hat ja nichts gebracht. Man soll ja sagen, gepfefferte Schweinsnase. Was bevorzugt ihr? Aha, hier ist ein Kampf. Zwei Wespen. Sechs Wespen. So, dann. Zack, ausgewichen. Machst du nix. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja! Gib hier. Okay, das ist muss ein blitzschneller Wechsel sein. So, okay. Aha! Also so macht man die gut fertig. Man muss so wirklich, so einfach so bam, bam. Bam, 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 bam. So muss man den geben und dann hat man gute Chancen, die fertig zu machen. Weil wir müssen es auch ziemlich gut und schnell machen, denn wir spielen hier auf schwer. Du da, komm näher. Ich kann Rotkäppchen rückwärts. Ich kann das 1x1 bis zur 11. Ich habe jede Menge Verstand. Wirklich? Überzeug mich. Um die Sperre zu beseitigen, wecke den Frosch und leere seinen Magen. Das da wecken? Was ist mit seiner Zunge? Und den ganzen Warzen? Uah. Und woher weißt du das? Ich sah, wie es geschehen kann, während ich schlief. Ihr wisst, wer da kommt.
Ich glaube, ihr findet es genauso ungeil wie ich. Das ist asozial, die zusammen mit dem zu machen. Das ist richtig, richtig asozial. Das ist ja mal die mieseste Combo, die ich je gesehen habe. Ja, leck mich am Arsch. Kackviech, ey. Nein! Oh! Können den auch nicht mal direkt als erstes killen? Ja, leck mich, Alter. Gleich. Ah, der zieht so viel mit der Drecksattacke. So, eine Flieger haben wir weg. Okay. Da! Kalt, Alter! Ah, ich kann mich retten. Ah, da sind noch solche Wespen. Oh, ich doch mal Arsch, ne? Wie viel wollt ihr mir noch drauf klatschen, ne? Noch irgendwelche fiesen Sachen? Ich finde es aber gut, dass ich mich von... Ich hätte mich ohne Probleme hier drauf schleichen können. Ah, da hinten ist noch was. Wie komme ich da hinten hin? Wenn ich jetzt hier hingehe, kriegt der mich dann. Ist mir irgendwie zu nah. Da habe ich keinen Bock drauf. Standardtechnik. Ich weiß nicht, ob das irgendwas zieht. Ich hoffe es nur. Drecksdingern, ey. Ich kann die Dinger auch nicht kaputt schießen, glaube ich. Ne? Ja. Dann testen wir es mal so. Nee, überhaupt nicht die Reichweite dafür. Wow! Wow, was war das denn? Gut, wir tryen es einfach mal. Können wir da irgendwas reißen? Nee, kann man nicht. Gut, dann werden wir jetzt sterben. Ja, möchte vorfahren. Okay, Taktikwandel. Lass uns nicht vor dem hier gleich abfacken. Wir geben hier dem Ding gleich auf die Fresse. Und die Wespen können da drauf. Das wusste ich auch nicht. Ja komm, verpiss dich nur, ey. Scheiß Wespe. Aber natürlich, Wespen können fliegen. Hätte man ja mal dran denken können. Weg. Das Gute ist, die ballern mir kein Damage rein. Aua. Sagt er und kriegt den Schaden. Nein! Schnell. So. Kackviecher. Steht in der Luft. Komm, versuch's doch. Ja, weg mit dem Ding. So. Alle, die nicht wissen, die noch nicht, die vergessen haben, wie das Viech geht. Ich weiß es. Das heißt so viel wie... Scheiße. Viech, ey. Wir müssen richtig hart wegrennen vor dem Ding. Dann die Köpfe hier kaputt machen. Dann verstecken wir uns.
schön hier oben.